Natal mit Zemtrock. Willkommen in unserem neuen Spiel. Hallo und willkommen hier bei My Time at Zentrum. So, wollen wir gleich mal weitermachen? Nachdem wir jetzt mal ausgeschlafen haben, halbwegs. Tada! Haben wir immer noch dicke Augenringe. Oh Mann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das scheint ein Bug zu sein. Das kann doch nicht daran liegen, dass er ist gesund, er hat Ausdauer. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Naja, gut. So. Früher Morgen. Wir haben keine Post, okay. So, hier müssen wir Quarz. Ah, der Ofen. Das haben wir. Und wir brauchen einen Holzstock. Dann können wir diesen Ofen fertig machen. Einen Holzstock. Da können wir mal so zweimal herstellen. Ist ja jetzt wurscht. So. Ups. Dann machen wir den mal fertig. Flöppdibab. So, dann können wir den. Ja, gut. Auch egal. So, dann. Wir machen den hier daneben. Nee, so. Ah, das geht nicht. Dann, können wir den auch. Nee. Ich will den hier hin haben. Ja, so. Hä? Ich will den aber in eine andere Richtung. Ich will diese Omelette nicht. So. Ah, so will ich das. Geht denn das vorher nicht? Das muss, kommt drauf an, wie er steht. Das ist das Problem. Ah, das ist aber diffizil hier. So. So, der Ofen ist noch nicht aus. So, machen wir ein bisschen Treibstoff rein. Ja, so viel Dreck haben wir auch nicht mehr. Wir könnten hier Kupferstangen machen. Also zwei. Oder? Nee, können wir nicht. Weil wir haben kein Kupfer. Wir können auch keine Ziegelsteine machen, weil wir haben keine Ziegel. Was können wir denn sonst machen? Gar nichts. Doch, wir können Ziegelsteine machen. Machen wir mal direkt 8. Oder? Brauchen wir Stein sonst für irgendwas noch? Ne, komm, machen wir mal. So, der braucht jetzt 10 Minuten für Ziegelsteine. Und hier haben wir Stein und Dreck bekommen. So. Hier können wir jetzt mal nochmal. Oder Kupferschrott können wir auch hier rein tun. Mechanischen Schrott. Können wir auch hier reinmachen. Gut, dann machen wir das mal da rein. So. Und dann gehen wir direkt mal arbeiten. Also, wir können noch mal gucken. Kann ich irgendwas ins... hier ablegen. So, und das stapelt sich ja. Dann kann ich das Zeug da reinschmeißen. Okay. Hier haben wir zwei Datendisks bekommen. Da kann man dann irgendwann bei diesem Ski was draus machen. Diesen Forscher. Da braucht man mal mehr von diesen Dingern. Das ist wieder so ein Tumbleweed. Ist auch witzig, wie die hier rumfliegen. So. Und das sind wieder diese Ameisen. Hallo, mein Freund. Ich glaube, die sind harmlos. So, können wir mal ein paar Steine klopfen. Hier oben waren eigentlich immer welche. Das hier kann ich nicht, ne? Ja. Ja, nice. Was ist das hier? Also hier Sandlauch können wir nochmal abernten. Nochmal? Hat das nicht funktioniert? Also ich muss zweimal. Ja, ja, ja. Hier Sandreis. Sandreis hatte ich ja schon mal. Oh, den hatte ich noch nicht. Okay. Und hier haben wir nochmal Holzreste. Okay. Oh, jetzt können wir ganz viele von diesen Hummeisen. Oh, die sind ein bisschen unheimlich. Okay. Gut. Da könnte man Steine klopfen. Das sind Steine. Oh, was ist das? Kupferreste. Jawohl, die kann ich gebrauchen. Flop. Und hier sind noch Steinchen. Die kann ich nicht. Aber die kann ich klopfen. Gib's dem Schein. Jawohl.
Lass deinen Hut raus! Kanalisiere sie! Sei der Stein! Nee, sei die Axt. Ich habe einen Sandwurm im Stein gehabt. Okay. So, jetzt kann ich hier auf diesen Schrottplatz. Hä? Oh, oh, hallo. Bist du lange darauf geblieben? Man sieht's. Hallo? Wir treffen uns wöchentlich mit den Bergleuten, um zu besprechen, wie wir unseren Arbeitsablauf verbessern können. Ich habe zwar nie etwas zu sagen, aber ich trage meine positive Einstellung bei. Okay. So Leute gibt's auch. Hallo? Also. Oh, hier, hier sind die Bergleute am Arbeiten anscheinend. Kann man mit dem irgendwie interagieren? Oh, hey. Eines Tages höre ich mit dem Bergbau auf und mache Brettspiele über den Bergbau. Denkst du, das würde sich verkaufen, ein Spiel über den Bergbau? Nein? Ach, was weißt du denn schon? Okay. Was ist das hier? Das ist dieses Paradise Lost oder was? Dieses Kaufhaus oder was? Da ist ein Roboter, ein Putzroboter. Okay, den hätte ich auch gern zu Hause. Und so ein Besen? Naja, da passt nicht in die Wohnung. Und da hinten fliegt irgendwas rum. Oh, da geht's aber tief runter. Eieiei. Wir sind ja auf so einem Hochplateau, ne? Was ist das für ein Ding? Das ist so, sind so Gebäude. Wie so eine Fabrik sieht das eigentlich aus? Nicht wie so ein Kaufhaus? Oder ein Shopping Mall oder sowas? Das ist wie so eine Abschussrampe eher für Raumschiffe oder was. Oder eine riesige Kanone oder was. Und da ist eine Höhle. Da schimmert es blau. Oha. Da darf ich wahrscheinlich nicht hin. Ist das eingezäunt? Ne, wahrscheinlich ist das hier gefährlich mit diesen Robotern. Da darf ich noch nicht hin. Vielleicht irgendwann mal. Irgendeine Mission oder so. Nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Da bin ich wahrscheinlich hin. Ach du Scheiße. Das ist tief, Freunde. Das sieht cool aus hier. Also von der Landschaft. Wow, das ist groß. Okay. Was mache ich jetzt hier? Da kann ich nichts machen. Nimm das, du Ding. Blaues. Nee. Ein Ölfass. Nee. Müllhaufen mit unterschiedlichen Dingen. Okay, den kann ich zacken. Okay. Gib's ihm. Jawohl. Kupferschrott. Oh, ich habe Gold gefunden. Ein weiches, rostreiches, gelbes Metall, das für gewöhnlich die Beschreibung weg ist. Also schon zu schnell. Okay, egal. Ich habe Gold bekommen. Cool. Und ein Datendisk. Cool. Hier kann ich dir einen Forscher geben. Gib's ihm, jawohl. Muss ich diese Hacker eigentlich irgendwann neu machen? Verschleichen sich? Mann, das ist aber zäh. Was sind das alles für Zeug hier? Also die werfen mir irgendwie einen Schrott hin, den sie finden, und den kann man dann hier zerlegen. Oder wie? Boah, dann kriegen wir viel Zeug. So das. Okay. Jetzt ist er gleich aufgebraucht. Kupferschrott. Sehr gut. Erfahrung. Gummischrott. Hey, haben wir viel Zeug bekommen. So, hier haben wir auch schon was Erfahrung. Was Soziales haben wir jetzt einen Punkt bekommen. Hatte ich letztens zufällig gesehen, als ich hier nochmal reingespielt habe. Da kann man hier bei sozialen Aufträgen 10% mehr Erfahrung bekommen. Also wenn ich andere Aufträge erfülle, so Arbeitsgeschichten. Hier wollte ich ein Gold. Aha. Für Schmuck und Hightech-Maschinen. Da kriege ich das Verkaufe 32 Gold für. Also das kann ich auch handeln. Ja, dafür kriege ich nicht viel. Ein Stein. Was? Steinwerfen? Wieso heißt das Steinwerfen? Vielleicht meinen die damit Wurfstein? Ein perfekt geformter Stein für eine solide Wurfaktion. Seine feine Form macht beim Wurf einen schönen Bogen. Also wie so diese Steine, die man über so einen See wirft und dann auftitschen auf dem Wasser. Vielleicht ist das ein bisschen schlecht übersetzt. Wurfstein wäre vielleicht besser. Dinas, Gummischrott. Ich habe so viel Würmer. Mache ich mit denen? Kann ich verkaufen? Kriege ich aber nicht viel für. Sieht man hier einen Verschleiß? Verbraucht Ausdauer. Ah, das kann sein, dass bessere Werkzeuge weniger Ausdauer verbrauchen. Ne? Das ist dann der Sinn von diesen Dingern. Vermute ich mal. Steinschrott. Sandlauch. Was? Ich hatte doch noch diesen Reis. Wo ist der denn eigentlich? Sandlauch.
Dünner Faden. Ach, na, das, so sieht das aus. Sandreis. Aha. Eine Wüstenspezialität, ein Grundnahrungsmittel in Sandtalk. Er kann in sandigem Boden wachsen, braucht nicht viel Wasser zum Wachsen. Was ihn zu einem Favoriten für Wüstenpflanzer macht. Ah, den kann ich pflanzen. Ah, nice. Okay. Okay, die arbeiten jetzt hier, dann gehe ich wieder. Ah, viel Spaß noch beim Buddeln, Freunde. Kommt hier wieder raus, ja. So, wer läuft da rum? Peck. Jetzt nochmal Peck. Ich war zum Abendessen in Ventis Wohnung und sie bat mich, meine Schuhe auszuziehen, als ich reinkam. Meine Socken rochen so schlimm, dass jetzt ihr ganzes Haus stinkt. Das wird sie lehren, mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Genau. Ja. Logisch. Oh Mann. So kann man das natürlich auch sehen, ja. Ist klar. Ist, ne? Huch. Ich dachte gerade, diese Ameisen. Die sind mir irgendwie nicht ganz geheuer, obwohl die ja ganz putzig aussehen, friedlich sind anscheinend. Aber irgendwie ist das komisch mit denen. Naja, gut. Kann ich hier runterspringen, um den Hals zu brechen? Juppie! Okay. Ich kann an diesen Baum hier treten, ne? Also, Kaktus. Für die ist es ja ein Baum hier. Da kommt nichts raus, okay. Der wurde schon abgeerntet. So. Naja, mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Flop. So. Aha, so, das ist schon fertig. So, jetzt kann ich mir ja mal gucken, diese komische, diesen Kranlift, dass wir den mal bauen. Was wir da alles für brauchen. Oh Gott, so ein Riesending. Okay. Wir brauchen da ganz viel Zeug. Lager. Ach, wir haben jetzt Lager. Okay. Die haben wir schon. Der Ofen brennt. Dann könnten wir hier noch mal was anderes machen. Hier könnte man noch mal ein Lager machen. Oder so. Das könnte ja, dürfte ja nicht allzu lange dauern. Dann haben wir zumindest die schon mal voll. So, dann können wir hier noch mal ein bisschen was ausfüllen. Auffüllen. Wie auch immer. Aber ich brauche noch so eine Box. Oder eine größere Box. Man müsste ja auch eine größere Box bauen können. So, das braucht noch ein bisschen was. Was brauchen wir hier noch? Ziegelsteine, dickes Seil. Hm. Mini, nee. Ziegelsteine, dickes Seil. Waffen kann ich nicht machen. Da fehlt mir dünner Faden. Ja. Was haben wir hier? Dickes Seil. Da muss ich mir das Rezept in der Handelsgilde für kaufen. Dann kann ich das dann machen erst. Okay. Gegenstand für die Montagestation. Ach, dafür steht dieses Symbol. Ah. Dann ist hier dieses... Das hier ist dann... Aha. Okay, jetzt verstehe ich das. Wenn hier dieses Symbol ist, ist das dann für diese Aufgabe gedacht. Ja, das ist ja natürlich mal nice. Das muss man natürlich auch erstmal rausfinden. Dünnen Faden könnte ich hier erstellen. Ich habe genug von diesen Pflanzenfasern. Dann können wir theoretisch auch so einen Steindolch mal machen. Dann haben wir zumindest eine Waffe. Falls mal irgendwann hier irgendwie so ein Viech kommt. Das können wir nicht machen. Das auch alles nicht. Speer, da brauchen wir einen Stock. Nee. Okay, machen wir mal einen Dolch. Vielleicht bringt uns das ja was. Ja. Klicke auf den Bereich zum Enden. So, dann haben wir so eine erste Waffe gemacht hier. Uiuiui. Na, muss man in so einem Spiel Waffen haben? Weiß nicht, aber das gehört halt auch hier irgendwie anscheinend dazu. So, das dauert immer noch hier. Hier haben wir schon... Oh, war nicht hier irgendwas in der Stadt um 18 Uhr? Nein, ist auch egal, ob das Ding da jetzt am Arbeiten vor sich hin. Irgendwie so eine Versammlung oder habe ich das falsch im Kopf? Heute ist Sonntag. Kann auch sein, dass es hier schon zu spät ist. Ne, hier ist anscheinend nichts. Sonst wären hier wahrscheinlich Leute, oder? Eigentlich so ein Fireside-Dingsbums? Oder habe ich das falsch im Kopf? Hm, kann auch sein. Hier ist kein Mensch. Okay.
Na gut. Steht das hier irgendwo im Kalender? Ach, man kann hier... man kann hier eigene Erinnerungen reinschreiben. Na, das ist ja mal praktisch. Hallo, die haben an viele Sachen gedacht hier. Ich bin gerade mal sehr begeistert. Alter Falter, da kann man sich hier wirklich mal Erinnerungen reinschreiben. Das vergesse ich immer alles, was wann wo hier mit wem zu machen, wie man treffen soll und pipapo. Den hier. Alte Teile. Bekanntschaften. Oh Gott, da haben wir auch schon einige hier, aber noch nicht alle anscheinend. Und alle mit dem Herzchen, also alle, die rot sind, die kann man daten. Oder mit dem ist man gut befreundet. Mit dem bin ich jetzt auch gut befreundet anscheinend. Ja, wir hatten auch einen ausgegeben. Also von daher, wenn mir Essen ausgibt, ist eh sympathisch. Grace kann man auch. Aber die kann ich kochen. Fang? Echt? Im Ernst? Okay. Na gut, aber für die Mädels, ne? Ist ja vielleicht interessant. Jasmine, wie an. Wo wohnt die eigentlich? Weiß ich das? Keine Ahnung. Das ist wieder das Hundi, der ist so süß. Mit dem kann ich aber nichts machen. Och Mann, oh. Warum kann ich mit dem nichts machen? Ich will den Hund. So. Sieht auch schön aus hier, das Wetter. Wenn so die. Die Sonne so untergeht. Und diese Stimmung. Schon schön gemacht hier, muss ich sagen. Ja. Ist jetzt dunkel. Was ist das da? Unschur. Na, dieser Sicherheitstyp. Hier kann man ja anscheinend nicht rein, oder? Nee. Komisch. Naja, okay. So. Zu verkaufen. Aha, die kann ich kaufen und verkaufen. Könnte ich zum Beispiel das Gold verkaufen. Habe ich denn irgendwas, das sich lohnen würde, weil so viel Geld habe ich jetzt. Ich habe 360. Wo kommen die dann her? Aber so wertvolles Zeug, bis auf das Gold jetzt hier, habe ich jetzt auch nicht. Wird sich jetzt auch nicht lohnen, ne? Getrocknete Sandbeere, gibt mir Ausdauer. Ja, die habe ich glaube ich noch irgendwo. War teuer alles hier. Wow, 115. Gesichtscreme, im Ernst? Aha. Sonnenschutzmittel. Vielleicht auch Sonnenbrand oder so. Okay. Tja, der hat bestimmt nicht auf, weil Sonntag ist. Arvio ist zu Hause. Arvio, wohnt hier nicht dieses Mädel? Ah ja, hallo. Ah, you're a new builder, aren't you? Chaham, to be sure. I run by the stairs, the only general store in town. Ja. Nevertheless, I think you'll find our prices hard to beat. Das ist ein interessanter Akzent. Ah, du bist ein neuer Handwerker, nicht wahr? Sehr erfreut, das kann man wohl sagen. Ich betreibe bei den Treppen den einzigen Gemischtwarenladen der Stadt. Aber ich denke, unsere Preise sind trotzdem unschlagbar. Der wundert sich auch gar nicht, dass ich einfach so in seine Wohnung komme. Oh, that's right. Oh, das stimmt. Matilda asked me to help you out, being new and all. Ja? And I thought of something I think you're going to love. Ach, die Bürgermeisterin. For the next 7 days, everything in my store will be 50% off. Just for you, of course. Oh, Matilda hat mich gebeten, dir zu helfen. Da ich ja neu bin und so, und ich habe mir etwas ausgedacht, das dir bestimmt gefallen wird. Für die nächsten 7 Tage ist alles in meinem Laden um 50% reduziert. Nur für dich natürlich. Egal, cool. Nice. Wo ist denn jetzt die heiße Schwester von ihm? Ich brauche nur diese Creme, glaube ich. Was ist das hier? Das Essen, das Geschirr und die Gewürze auf dem Esstisch sind in perfekter Ordnung platziert. Es scheint, als wäre alles makellos gereinigt worden. Hier liegt eine Kokosnussschale in der Spüle. Aber ich finde, hier ist eine Mausefalle da unten.
Das ist alles sehr detailreich gemacht. Also das ist alles sehr schön nett eingerichtet. Hier überall sind so kleine Sachen zum Entdecken. Und hier liegen Decken rum. Da oben eine Skibrille. Hier ein komisches Bild. Was ist das denn? Ein seltsames Gemälde. Das abgebildete Tier hat den Körper eines Fisches und den Kopf einer Katze. Es wird gesagt, dass die Katze Glück symbolisiert und der Fisch Überschuss. Diese Bildsprache wird von Geschäftsleuten geliebt. Ich sehe mich nur ein bisschen um. Mach dir keine Sorgen. Der hat Fernseher hier? Ich habe keinen. Was ist das? Malerei Segen. Diese einzigartige Dekoration hängt an der Wand. Sie ist ein Symbol der alten Welt für Glück. Obwohl es in Sanddruck nicht oft zu sehen ist, ist es in anderen freien Städten ein gängiges Symbol. Das ist wahrscheinlich für den chinesischen Programmierer hier. Das ist ja eine chinesische Firma. So als kleiner Gag am Rande. Die Europäer mögen ja immer diese Tattoos mit chinesischen Schriftzeichen, die dann heißen Wonton-Suppe oder so und denken, das ist jetzt Glück und Segen und so. Okay, ja, danke. Ich habe also, wenn ich den mal nicht shoppen gehe, 50%. Dann könnte man ja vielleicht mal gucken. Man kann jetzt auch, obwohl er eigentlich nicht auf hat, ne? Aber hier steht nichts davon. Wenn ich das jetzt anklicke. Wie muss ich das machen? Farbe. Ah ja, hier könnte ich Farbe kaufen. Feuerwerkskörper? Okay. Was gibt? Was mache ich mit einer Gesichtscreme? Im Ernst jetzt. Also jetzt, ich habe Spiel. Ne? Vielleicht kann man die herstellen und verkaufen. Essig. Ja, vielleicht brauche ich eher was zum Essen, das mir ein bisschen Ausdauer zurückgibt. Ich könnte hier mal eine Sandbeere kaufen. Mal sehen. Die. Ja, aber. Warte mal, die kostet mich. Marktpreis minus 11. Ist das denn jetzt der reduzierte Preis? Nee, ich habe die ganz normalen Preis bezahlt. Oder wie? Das kann man auch sortieren. Nice. Okay, das ist ja auch praktisch. Kann man alles schön sortieren nach Rohstoffen. Anscheinend geht das hier mit den Prozenten. Vielleicht ist das am Montag oder was? Keine Ahnung. Okay. Das ist komisch. Na gut. Wie funktioniert das wirklich so richtig? So, wir müssen eigentlich schon wieder ins Bett. Hier ist nichts. Aber wir gucken doch mal, ob wir hier irgendwas finden. Hier liegt was rum. Dreck. So, hier dürfen wir ja nicht reinspringen. Sonst sind wir wahrscheinlich erschossen. Da ist irgendwas. Vielleicht sind das Frösche. Da schwimmt irgendwas. Naja, gut, da können wir ärgern, wenn wir da reingehen, glaube ich. Ist das ja auch ein Laden hier? Da steht Sale. Rose, Roses Kleidung, auf unbestimmte Zeit geschlossen. Auf unbestimmte Zeit. Ha. Ha. Geht's hier lang? Kann man auch schon lang rumlaufen. Das ist enorm groß, diese Stadt, ne? Ist gar nicht so erwartet. Zu verkaufen. Also das Schild ist auch ein bisschen irreführend, weil dann denke ich, das Gebäude hier, oder das ist so ein Sales-Schild für das Haus hier. Aber der meint nur, das ist alles, was es hier gibt, zu verkaufen. Also, mich irritiert das ein bisschen. Ich denke mal, das ist hier, das Gebäude soll verkauft werden. Hübsche Möbel hat der hier. Aber nicht so mein Stil. Okay. Ach, hier läuft der Typ wieder rum. Gehen wir mal aus dem Weg, bevor er mich wieder vorquatscht. Auch was zu kaufen. Also hier ist die Schneiderei, denke ich mal, ne? Und ab, ja, der eine hat immer auf und die Schneiderei hat feste Öffnungszeiten. Okay. Hier ist nichts. Irgendwas ist abstauben können hier.
Gönn doch mal einen Blue Moon Saloon. Gucken, ob hier ein bisschen was los ist. Nee, hier ist kein Mensch. Was machen die Leute hier alle? Kein Mensch geht hier was essen und trinken. Von neben der Tür. Was kann man denn hier zum Mitnehmen? Ah, wir können Gerichte zum Mitnehmen kaufen. Ah, Teeblätter. Den kann ich auch was verkaufen. Ah. Interessant. Den könnte ich also meinen Vorrat an Sandreis verkaufen zum Beispiel. Dann könnt ihr da mal irgendwas zu essen draus machen. Oder halt diese komischen Dinger, die ich da immer draußen finde. Wieso habe ich einen Holzstuhl? Hä? Wo kommt der her? Ich habe 7 Datendisk? Wo kommt dieser Holzstuhl her? Habe ich ihn auf dem Schrottplatz gefunden oder... Habe ich da irgendwann nicht mitgekriegt? Ich habe einen Holzstuhl. Okay, ich habe einen Holzstuhl. Okay. Ja, ach Gott, wir haben schon 1 Uhr? Herrgott, ich werde wahnsinnig. Ich werde jetzt, also, ja. Das ist ja noch schlimmer als bei Stardew Valley. Da bin ich regelmäßig ohnmächtig geworden. Es ist nicht zu glauben. Ja, wir sind schon wieder, wir haben da nichts geschafft hier. Es ist immer so. Man will irgendwas, man macht die täglichen Sachen, dann will man irgendwas schaffen und dann verzettelt man sich. Aber hier gibt es auch so viel zu entdecken. Das ist echt blöd am Anfang. Da muss man echt sich im Riemen reißen. Ich will da rein. Hallo. So, die anderen, die Sachen, die jetzt fertig sind, die sammle ich am nächsten Morgen. Wir können jetzt so einen Stuhl platzieren. Wo immer der her ist. Hey, ich habe einen Stuhl. So. Wow. Ich bin jetzt voll eingerichtet. Juhu. Ah, endlich kann ich mich mal hinsetzen. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Ja. Palam. Aber das Gute an dem Spiel ist, es ist nicht nur so, dass man halt beim nur beim Schlafen gehen abspeichern kann, sondern mit der F5-Taste kann man jederzeit speichern. Ja, ich weiß, du musst früher ins Bett. Also von daher, schnell speichern. Das ist so geil, das würde ich mir bei vielen Spielen wünschen, dass es einfach mal so geht. Das soll mal diese komplizierte Mist, nur alle 18 Stunden wird automatisch gespeichert und nur ab Level 7, 8, 9 und ungerade oder so. Ja, also, was geht mir auf die Nerven? Ach so, dieses Rook-like immer. Ja, wenn du drauf gehst, dann kannst du von vorne anfangen. Das finde ich kacke. Das macht keinen Spaß, sowas. So. Einsammeln. Einsammeln. So, jetzt müssen wir noch diese Lager haben. Ziegelsteine haben wir. Okay, haben wir schon mal einen Teil fertig. Hoffentlich fällt mir das nicht auf die Birne. Holzstock. Jetzt wieder unbedingt Holzstück haben. Kannst du nicht in einer anderen Reihenfolge? Dicke Seile. Brauche ich Kupferstäbe und Lager? Warum habe ich hier nur... Ach, die kann ich direkt hier hinbeamen. Vom Ofen? Das ist ja geil. Da wollen wir gar nichts machen. Das ist ja ein Ding. Oh, die Bahn kommt. Cool, der Zug sieht auch geil aus, finde ich. Und die Ampel blinkt auch jetzt. Ist ja durchaus realistisch hier. Cool, kommen hier auch Leute an? Könnt ihr abhauen? Ich fliehe von hier! Haha! Nein. Ich will ja hier ein neues Leben anfangen und den Leuten helfen. Warum hängen hier überall diese Logendinger? Ich meine, jeder weiß doch hier wahrscheinlich, dass der gesucht wird, weil jeder dann dauernd nur drüber redet. Aber hier könnte ich also wieder wegfahren. Was kann ich hier machen? Frachtkran. Dann keine von dem Transport von Gütern auf den und vom Zug. Aha, kann das sein, dass ich hier mit dem Zug auch mal Sachen verschicken muss? Oh, das wäre ja interessant. Liegt auch noch Zeug. Der transportiert auch Fracht vielleicht. Okay. Gut zu wissen. Ha. Was ist das? Gummischrott. Naja, okay. Hier liegt auch noch was rum. Alte Dose oder was ist das? Dreck. Na gut, die brauche ich ja als Treibstoff. Ist auch nicht so schlecht. Hier ist keiner ausgestiegen, anscheinend. Okay, hier haben wir... Ich hatte Post, oder? Habe ich das falsch gesehen? Doch, ich habe Post. Wir haben Post. Von Feng. Hm?
Kryptonit Feng. Mit diesem Schreiben möchten wir euch darüber informieren, dass die Klinik neue medizinische Studien durchführt. Diese werden am Mittwoch und Freitag stattfinden. Hinweis, Wirkungen und Nebenwirkungen sprechen möglicherweise nicht den Erwartungen aller Kunden. Die Fang-Klinik behält sich das Recht vor, die Wirksamkeit dieser Produkte zu analysieren. Einnahme auf eigene Gefahr. Soll ich da an medizinischen Experimenten teilnehmen? Okay, da kann man sich vielleicht was dazu verdienen, aber ist vielleicht nicht so geil irgendwie. Hier ist der Brief vom Ma. Dann was von der Kirche. Achso, lieber Fred, wir haben eine wichtige Ankündigung. Fireside Meeting. 18 Uhr vor dem Rathaus. Also musst immer um 18 Uhr vor dem Rathaus sein am Wochenende. Und das hat die, glaube ich, auch noch nicht. Das hatte ich dann mal überschlagen. Das ist ein Brief von seiner besten Freundin. Hey, Handwerker! Ah, es fühlt sich super komisch an, dich so zu nennen. Ich glaube, ich bleibe einfach bei Fred. Kann man sich auch einfacher merken. Deine Mama hat gesagt, dass du schon wieder da sein solltest, aber mein Briefkasten ist immer noch völlig leer. War es falsch, dass ich Erwartungen hatte? Ich vergebe dir nicht. Ich weiß, dass du im Moment vor Trauer über den Verlust deines besten Freundes gelähmt bist, aber ich hoffe, dass du das überwunden hast und dich ein bisschen in den Sandrock einnehmen konntest. In meinem Kopf gibt es nur Howdy und Waffen, aber wahrscheinlich ist es viel, viel langweiliger als das. Oh ja! Ich langweile mich hier zu Tode. Ich muss aber zugeben, dass es sich ohne dich ein bisschen komisch anfühlt. Ich war gestern Abend sogar bei dir zu Hause, weil ich mir wie ein Trottel vorkam. Weißt du noch, wie wir früher zusammen gespielt haben? Wir gerieten immer in alle möglichen Schwierigkeiten. Ha, drüben in Sandrock hast du deine Sandbanditen. Wir hätten uns die Luftpiraten nennen sollen. Apropos, es gibt niemanden mehr, der mit mir Segelfliegen geht. Vor kurzem wurde das Mitfliegen wegen Gesundheits- und Sicherheitsbedenken verboten. Aber das hat uns noch nie aufgehalten. Wenn du uns besuchen kommst, was du unbedingt tun musst, können wir uns bestimmt heimlich rausschleichen und es tun. Segelfliegen, cool. Ich hoffe, dass du es geschafft hast, deine Sehnsucht nach mir zu überwinden und ein paar Freunde zu finden. Keine besten Freunde, aber ich beobachte dich. Wie sind die Leute dort? Alles Jack-Boys, oder? Ja, so könnte man die eigentlich nennen, ne? Jack-Boys. Und Girls. Haha, ich erinnere mich noch an den Eindruck, den du von den Sandrockern gemacht hast, bevor du gegangen bist. Sehr witzig, aber ich hoffe, es ist nicht so. Diese Sandbanditen klingen gefährlich. Du musst vorsichtig sein, okay? Ich meine, ich mache mir keine Sorgen um dich oder so. Du schuldest mir übrigens nur 30 Golds. Mein Studium läuft übrigens sehr gut. Direktor Luo hat mir gesagt, dass ich ein echtes Händchen für Pflanzen habe. Ich hab's dir ja gesagt. Vielleicht sollte ich versuchen, so unabhängig zu sein wie du. Ich denke, ich könnte irgendwo in die wilde Einöde gehen und eine echte Botanikerin werden. Aha. Ich habe gehört, dass es drüben in Sandrock jemanden gibt, der studiert, wie man Pflanzen unter extremen Bedingungen anbaut. Ja, die Bürgermeisterin, oder? Die ja verschwunden ist. Ich weiß, du denkst, das ist super langweilig, aber es ist wirklich cool. Ich habe dir immer gesagt, wie ähnlich Pflanzen und Bauen sind. Aber ich schwöre, du hörst mir nie zu. Vielleicht kannst du mir eines Tages diese legendären Wüstenblumen zeigen. Da wir gerade dabei sind, ich muss mich um meine Blumen kümmern. Erinnerst du dich an die Orchidee, die ich gepflanzt habe, bevor du gegangen bist? Wenn du mich besuchen kommst, kannst du sehen, wie sehr sie gewachsen ist. Das wird dich daran erinnern, wie lange du mich schon im Stich gelassen hast. Das war nur ein Scherz. Ich vermisse dich. Deine Freundin für immer, Nia. Oh, süß. Ah, so süß. Ja. Gut. Apropos süß. So, das war's dann für heute. Hier bei My Time in Sandrock. Bei unseren Augenring, Fred. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiterbauen und unsere große Mission hier. Und dann möchte ich mir mal anschauen, wie das, was es mit diesen Aufträgen auf sich hat, dass wir vielleicht da ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können, indem wir Aufträge annehmen, ein bisschen Geld verdienen und unseren Ruf hier verbessern. Aber ich immer noch nicht weiß, wo man den jetzt eigentlich sieht. Wir haben zwar hier so eine Stufe. Ach, hier. Ruf 35. Stufe 1. Ah, und das ist ein Stern, oder wie? Ruf 35. Okay, wenn wir da wahrscheinlich 500 Ruf voll haben, kriegen wir vielleicht noch so ein Sternchen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber muss man rausfinden. Wie gesagt, es ist Early Access, das Spiel ist ja noch nicht komplett fertig. Viele Dinge müssen wir erst selber rausfinden. Sie werden noch eingebaut und so weiter. Aber bis jetzt muss ich sagen, macht das schon echt Spaß. Hier ist so viel drin, was man machen kann. Also ist echt ein Zeiträuber und die Zeit vergeht hier wie nichts. Die kann man sich übrigens auch einstellen in den Optionen, dass die Zeit langsamer verläuft. Aber das finde ich auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen, ja, soll sie so laufen, wie sie ist. Ob es jetzt eine Minute schneller vergeht oder nicht, der Tag macht dann auch keinen
keinen Unterschied, weil du schaffst eh nicht alles, was du dir vorgenommen hast. Ganz bestimmt nicht. So, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. So, Emotes fehlen hier noch irgendwie. Man hat der Augenringe, der Junge. Alter Falter.